Hello YouTube, ich bin der Noobifier. Und ich bin der Star Citizen Proof. Es ist wieder Zeit für Noobifier Content. Ich habe wieder eine Community Concerns Folge vom Noobifier hier, die natürlich auf Deutsch übersetzt wurde. Der Noobifier hat dies als neue Playlist gestartet, weil er jetzt natürlich mehr Zeit und Recherche hat. Also, falls du die letzte Folge zum Beispiel über das Freefly verpasst hast, dann ist sie natürlich hier in der Wiedergabeliste mit reingepackt und du kannst dieses Ganze wie ein Podcast zum Beispiel starten, wenn du zum Beispiel mal mit einem AirPods oder so schweres Gerät bedienst und dir langweilig ist. Speicher sie dir als Lesezeichen ab und schaue zwischendurch einfach mal immer wieder rein, um auf den Laufenden zu bleiben, worüber die Community so spricht. Und wenn es dir natürlich Spaß macht, dann tu uns bitte den Gefallen und teile es mit Freunden oder einer Freundin, Orga-Mates oder wen auch immer. Verbreite das Video in der Welt. Das Originalvideo entstand am 31. Mai 2022 und der Noobifier versucht auch immer Themen auszuwählen, die gut zu präsentieren sind und über die man sich gut unterhalten kann. Wir fangen mal mit den Themen an. Warum machen die Leute das? Citizen fucking Herr Effin Blot hat gesagt, dass es leicht zu verstehen ist, warum das Spiel kaputt ist, weil es gebaut wird, aber das entschuldigt nicht den Zusammenbruch der sozialen Dienste im Spiel. Es ist ein MMO und es macht ihnen nichts aus, wenn sie aus dem Aufzug fallen und über Leitern stürzen, aber die Grundfunktionen eines MMOs sind kaputt oder fehlen in der Zeit, in der wir gebeten werden, das Spiel unseren Freunden zu zeigen. Es gab einige Mitteilungen über die Entwicklung. Sie sagten, es sei auf einer Makroebene, aber sie wollen wissen, warum die Grundlage kaputt ist und was getan wird, um das zu beheben. Liu Deus sagte, dass das Spiel ständig repariert wird und dies nicht auf Invictus beschränkt oder spezifisch ist. Dinge scheinen gut zu funktionieren und tun es dann doch nicht. Aber es wäre schön, wenn mehr Forschung und Entwicklungsarbeit investiert würde, um sicherzustellen, dass weniger Dinge kaputt gehen. Rambo sagte, dass die Dinge so funktionieren, wie er es erwartet. Aber er sagte auch, dass es schade ist, dass es bei der Veröffentlichung kaputt war, dann gepatcht wurde, damit es funktioniert, aber dann ging wieder was kaputt am 22. Sie sagten, dass sie sich vorstellen können, dass CLG sich all diese Nutzungsdaten ansieht und die Dinge beim nächsten Mal besser abstimmen wird. DX421 sagte im Grunde, danke Leute, wir brauchen bessere Servertechnologie und das ist nichts Neues. Care Avon wies darauf hin, dass alle Probleme mit der Shopfront, also mit dem Shop, die Leute daran hindern, Geld auszugeben, sofort gepatcht werden und das Spiel anscheinend weniger Priorität hat. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Website eines Webstores von Montreal verwaltet wird und man sagen könnte, dass es einfacher ist, das zu programmieren, als ein ganzes 80 GB Spiel zu bugfixen. Der Rest des Threads bestand darin, dass die Leute sagten, willkommen im Verse und dass dies ein Marathon und kein Sprint sei. Tja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Hast du das Gefühl, dass du das erwartet hast? Oder hat der Verfasser recht, dass die Spielbarkeit wirklich nachgelassen hat? Findest du, dass es eine größere Priorität ist, die mit mehr Nachdruck angegangen werden muss? Oder ist das alles einfach fein und normal? Weiter im Thema. Geronimo Colares sagte, 10 Jahre in der Entwicklung und wir entwickeln uns immer noch. Sie sagten, dass sie mit den Fortschritten zufrieden sind. Sie sagten, sie finden es toll, wie die Dinge laufen und dass wir uns alle beruhigen und das Leben genießen können, denn nur Spieleentwickler sind Spieleentwickler. Sie schlugen vor, eine Online-Konferenz mit der Community und den Entwicklern zu veranstalten, um den Ärger etwas zu reduzieren. Sie freuen sich, dass CIG anscheinend in der Vergangenheit und auch weiterhin unseren Wunsch, alles darüber zu wissen, wie alles funktioniert, befriedigt hat und sie schlossen mit dem Vorschlag, dass Chris Vulkan implementiert. Scheiße, Mann, das ist schon seit 2 Jahren ein Ziel und sie haben uns erst letzte Woche darüber informiert. Wie auch immer, Gray6 sagte, ja, eines Tages. Als ob sie sagen wollte, wartet ab und ihr werdet bekommen, was ihr wollt. Ich muss sagen, dass der Verfasser in einem Informationsvakuum zu leben scheint. Er scheint alle Nachrichten nur von Spektrum zu bekommen, denn Jared moderiert wöchentlich 2 Sendungen. Eine davon ist im Grunde eine Fragestunde, in der die Community Fragen stellen kann und diese von den Entwicklern beantworten bekommt. Ich bin verwirrt, was der Autor vorschlägt, denn jedes Jahr gibt es einen riesigen Haufen an Informationen, die CitizenCon genannt wird. Ich bin einer derjenigen, die immer wieder nach mehr Chris fragen, aber dieser Vorschlag ist ein bisschen zu viel. Ich möchte nicht in einen Zoom-Call mit 4000 Personen sitzen und Brian Chambers, Todd Pepe und Aaron Roberts sehen. Poste mal deine Gedanken und Kommentare in der Kommentarsektion dazu. Was würdest du gerne sehen? Mehr 10 for the Chairman? Mehr Newsletter? Oder genießt du einfach nur die Fahrt? Lass es mich wissen. Nächstes Thema. Susi
Was ein Name. NZUUZZI schlug vor, hey, wenn CRG Schiffe in Raten baut, warum lassen sie sich nicht in Raten bezahlen? Das hat erwartungsgemäß 40 Leute auf die Palme gebracht und einen Haufen Spott geerntet. Die Idee ist, dass wir $20 für das Konzept zahlen und wenn es in die Greybox kommt, müssen wir 20% mehr zahlen. Wenn es in die Engine kommt, zahlen wir wieder 20% mehr. Jahr für Jahr, wenn Fortschritte gemacht werden, zahlen wir mehr. Ich werde nicht einmal auf die Kommentare eingehen. Ich werde einfach mal sagen, dass das eine dumme Idee ist. Logisch, unmöglich zu handhaben und nein, verdammt nochmal, nein. Das Spiel wird durch eine Spende finanziert und wir bekommen ein Schiff als Geschenk. Wenn Chris am Anfang gesagt hätte, ich gebe dir 1% des Spiels und du schuldest mir 1% der Kosten, hätte die Sache nie angefangen und wir hätten nicht das, was wir jetzt haben. Nehmen wir mal an, ich hätte 2015 eine Carrick gekauft und 20% angezahlt und dann wäre es in der Whitebox gelandet. Würde dann meine Kreditkarte automatisch belastet werden? Würde ich eine E-Mail bekommen, in der steht, hey Bu, du darfst jetzt $100 investieren, weil wir dein Schiff ein bisschen, ja, weiterentwickelt haben? Angenommen, ich hätte das Geld zu dem Zeitpunkt nicht. Hätte ich dann einen Monat Zeit, um zu bezahlen? Würde ich eine Rückerstattung bekommen und mein Schiff verlieren? Würde Jared an meine Tür klopfen und mich zur Zahlung auffordern? Du siehst also, das ist eine dumme Idee. Die 15 weitere Schichten von Bullshit zu dem bereits 10-schichtigen Bullshit-Sandwich, das der Schiffsladen ist, hinzufügen würde. Der Originalposter sollte sich einfach kleine CCUs besorgen und ein persönliches Pfandkonto einrichten, wenn er es sich nicht leisten kann, die Schiffe nach Konzept zu kaufen. Nächster Post. Kaidin möchte eine Möglichkeit, die Ingame-Pop-Ups für verschiedene Service-Beacons zu deaktivieren. Sie wünschen sich einen Schalter und Rob möchte auch eine Möglichkeit haben, den Funkverkehr der NPCs stumm zu schalten. Andere sagten, der Soundeffekt sei frustrierend. Einige wiesen darauf hin, dass es sich um eine Alpha-Version handelt und dass das System sich weiterentwickeln wird, sodass es keinen Grund gibt, Entwicklungszeit mit einem simplen Hilfsmittel zu verschwenden. Was sind deine Gedanken? Ignorierst du sie? Sind sie hilfreich? Oder bist du der Meinung, dass man sie umschalten oder limitieren sollte? Kommentier es mir in der Kommentarsektion. So, zum Schluss und schließlich. Sophoklet hat erklärt, dass er sich in den letzten 2 Jahren eine Auszeit genommen hat und seit 3.8 nicht mehr gespielt hat. Sie stellten eine Liste von Features auf und fragten, ob sie dem Spiel hinzugefügt worden seien. Phantom hat eine ausführliche Antwort gepostet und der Originalposter sagte, dass sie im Jahr 2025 zurück sein werden. Andere schlugen vor, länger zu warten. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber es hat mich zum Lachen gebracht. Irgendwelche abschließenden Kommentare? Schreibt's mir unten rein. Spielst du täglich? Schaust du nach, wenn Patches veröffentlicht werden? Oder bist du wie dieser Originalposter und nimmst dir Jahre am Stück frei? Suchst du nach dem ausgefeilten Erlebnis? Und wenn ja, was ist das Feature, das dich zurückbringt? Lass es mich wissen. So, das war's, Leute. Ich bin nächste Woche mit einer neuen Aufschlüsselung zurück. Ich fand es interessant zu sehen, worüber die Leute halt so gesprochen haben. Ich hoffe, euch geht's genauso und ich möchte euch helfen, auf dem Laufenden zu bleiben. Es braucht Zeit und du kannst helfen, indem du den Inhalt an einen Freund oder eine Freundin weitergibst. Vielen Dank für die Unterstützung, fly safe und wir sehen uns im Verse. Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.